ist Annette und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wie man sehen kann, bin ich gerade aufgestanden. Mein Gesicht ist noch so geschwollen. Meine Augen sind so klein. Es ist 7:45 und in 45 Minuten muss ich von hier gehen. Denn ich habe heute einen Friseurtermin und ich freue mich so und ich kann es kaum erwarten. Und ich gehe jetzt zuerst was frühstücken, weil ich habe meinen Magen, der knurrt so fest. Und ich freue mich einfach nur auf mein Porridge. Und heute wird ein schöner Tag. Es ist schönes Wetter. Und jeder weiß, schönes Wetter ist, dann bin ich glücklich. Das ist mein Frühstück. Ich trinke immer zuerst einen Tee und meine Vitamine. Einmal Omega-3, Kollagen, Biotin und Zink. Das, meine Nüsse, mein Porridge und mein Matcha, mein Iced Matcha Green Tea Latte mit Pfefferminzsirup. Ihr müsst das probieren. Es ist abnormal lecker. Es ist wirklich abnormal lecker. Und jetzt kommt noch das grüne Topping. Man soll ja nicht geizen mit dem Honig. Ich freue mich so auf den Friseurtermin. Oh, scheiße. Hier habe ich ein bisschen Alufolie drin. Auf jeden Fall freue ich mich so auf den Friseurtermin, weil eigentlich wollte ich gehen, bevor wir Urlaub haben. Das ist in 2,5 Wochen, glaube ich, bevor die Saison halt fertig ist. Und dann wollte ich da noch gehen. Und jetzt ist aber ab heute, also ab heute 19 Uhr, ist Lockdown bei uns. Komplett Lockdown. Im Moment waren nur die Restaurants zu, aber die Geschäfte und alles waren eigentlich geöffnet, die Läden. Und jetzt macht aber alles zu. Bis am 17. Juli, glaube ich. Juli, wow, übertreib. Bis am 17. Mai. Und ja, als ich das erfahren habe, musste ich natürlich schnellstmöglich einen Termin beim Friseur machen, weil ihr werdet es mir vielleicht nicht glauben. Und jedem, den ich das sage, sagt, du spinnst doch, aber ich habe graue Haare. Und die werden immer mehr sichtbar. Ich zeige es euch später, vielleicht, wenn man sie auf der Kamera sieht. Und ich kriege Komplexe von den grauen Haaren. Deswegen muss ich heute zum Friseur. Und ich freue mich und ich werde mal was Neues ausprobieren, denke ich. Oder ich bleibe einfach beim Basic. Wir wissen es noch nicht. Aber ich muss jetzt was essen. So, ich bin wieder mal ein bisschen zu spät. Aber ja, da muss der Taxifahrer einfach schneller fahren. Und ja, ich bin heute mit Taxi unterwegs. Hoppa. Weil unser Auto in der Werkstatt ist und heute ist ja der letzte Tag, wo alles geöffnet ist. Darum muss das heute auch noch gemacht werden und das dauert immer so lange. Darum ist das den ganzen Tag weg und ich bin mit dem Taxi unterwegs. Das ist mein OOTD. Das T-Shirt ist von Bershka. Die Jacke ist von hier, die heißt Academia. Die Hose ist von Zara, die Schuhe sind von Alexander McQueen und meine Tasche. In letzter Zeit windet es so krass hier in Ankara. Ich weiß nicht, woran das liegt. So, ich bin jetzt hier. Ich bin ein bisschen falsch gefahren. Also wir haben die Ausfahrt verpasst, aber jetzt sind wir hier. Ich bin echt gespannt, ob die mich verstehen, was ich will. Aus, als hätte ich jetzt schon gestylt. Ja.
habe jetzt die Farbe drauf, die meine grauen Haare verdecken wird. Ich hoffe, ihr könnt mich hören mit Maske und Musik. Die Musik ist zwar noch nicht so laut, weil ich glaube, hier wird es auch laut mit der Musik. Aber das Studio, der Friseursalon, sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Ich war das letzte Mal beim anderen Friseur und der war eigentlich auch ganz gut, aber die haben einfach zu viel geredet und zu viel Show gemacht und es hat einfach nur noch genervt. Ich war so lange in diesem Friseur und eigentlich haben die ihre Arbeit echt gut gemacht, aber ich habe es nicht ausgehalten. Die konnten gar kein Englisch und hier kann die Empfangsdame ein bisschen Englisch und das hilft schon sehr viel weiter, weil es ist nicht immer so einfach. Ich lieb's. Die Farbe, genau was ich wollte, ist genau eigentlich meine Naturfarbe. Richtig hübsch. Ich lieb's. Und jetzt bin ich ja fertig und ich muss jetzt ein Taxi suchen, aber zuerst, wow, 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 wow. Leute, wenn ihr heiratet, dann müsst ihr einfach eure Hochzeitskleider, die müsst ihr in der Türkei kaufen, weil erstens viel billiger und zweitens, die haben so schöne Kleider. Wartet, ich zeig's euch. So viele Läden, wo man so schöne Kleider kaufen kann oder halt selber schneidern kann. Und ja, richtig hübsch. Auf jeden Fall bin ich jetzt auf dem Weg. Ich bin hier schon öfters durchgefahren mit Ali. Und ich habe letztens gesehen, als ich mit Laura Fotos machen war, habe ich gesehen, dass es, glaube ich, hier einen Bubble Tea Shop gibt. Und ich möchte den jetzt suchen und dann probieren. Und ich hoffe, ich finde den. Und es gibt auch wirklich Bubble Tea. Aber ich glaube schon. Und es ist richtig schön angenehmes Wetter. Es hat so eine leichte Brise. Richtig warm und angenehm. Wir müssen noch mal meine Frisur anschauen. Ich mache euch View. I mean, who she? Da ist der Laden und seht ihr, hier oben gibt es schon wieder Hochzeitskleider. Überall gibt es Hochzeitskleider. Sieht voll süß aus. Schade, dass man hier nicht sitzen kann und einfach einen Kaffee oder einen Tee trinken. Aber sobald alles wieder geöffnet ist, hoffen wir, dass alles wieder zur Normalität zurückkehrt. Ich probiere jetzt. Ich habe irgendein Passion Lady, irgendwie sowas genommen. Ist lecker. Also ich wollte nicht so viel reden, aber der Bubble Tea schmeckt lecker. Nur die Bubbles sind süß und der Tee ist eigentlich ungesüßt. Aber ist mal was anderes und schmeckt auch gut. Ich bin wieder zu Hause und ich muss so dringend auf Toilette. Ihr könnt gar nicht wissen, wie dringend auf Toilette ich muss. Mach den Pipi-Tanz, mach den Pipi-Tanz, mach den Pipi-Tanz, mach den Pipi-Tanz. Ich habe mich in was Gemütliches geschmissen und ich habe eigentlich noch gar nichts gegessen, richtig. Nur gefrühstückt. Und ich bin echt hungrig, aber ich bin zu faul, um mir was zu kochen. Ich habe hier von diesem Tea and Co. habe ich mir so Snacks bestellt. Ich will ja nicht angeben, aber ich habe mir kurz ein 5-Sterne-Menü gekocht. Le Hot Dog avec ganz viel Ketchup. Ich habe mich ein bisschen geschminkt.
Das sieht hier unten richtig gemütlich aus. Wie alle Leute am Picknicken sind und einfach nur ihr Leben chillen. Ich würde auch gerne hier picknicken gehen, aber alleine macht das natürlich auch nicht so Spaß. Ich bin so hungrig. Ich habe mir jetzt ein Müsli gemacht, aber es ist 7:15 und ich wollte eigentlich Sushi bestellen oder ich werde Sushi bestellen. Aber mein türkisches Handy hat keinen Akku. Immer hat mein türkisches Handy keinen Akku. Jetzt muss ich warten, bis das ein bisschen Prozente hat. Bis ich da anrufen kann, mein Essen bestellen kann. Und dann warten, bis das Essen endlich kommt. Ich kann nicht mehr warten. Ich habe so Hunger. Und ich war einfach zu faul, was zu kochen. Dann habe ich noch Wäsche gemacht. Ich habe noch geputzt. Und dann ist es einfach schon so spät gewesen. Ja, mal schauen. Mal schauen, wie lange das dauert. Ich hoffe nicht so lange. Ich habe mir ein Müsli gemacht mit Granola, Erdbeeren, Milch und Honig. Richtig lecker. Hello, gorgeous. Hello. Ich bin so happy, wenn Essen da ist. Und meine Lieblingsserie, meine und Idris Lieblingsserie, das Buchstabenbattle. Ich finde das so eine tolle Quizshow und ich würde da echt gerne mal mitmachen. Ich finde das eine richtig coole Quizshow. Übrigens noch Fun Fact über mich und Sushi. Ich mag eigentlich gar keinen Fisch. Ich mag gar keinen Fisch, also eigentlich mag ich auch kein Sushi. Aber alles, was vegetarisch ist im Sushi oder mit Hühnchen oder mit Fleisch, das ist natürlich wieder geil. Ich habe kurz rausgeschaut und schaut bitte, wie schön der Himmel aussieht. Wow. Oha, schaut, ihr seht es schon hier. Und das ist kein Filter. Wunderschön. Das sieht so hübsch aus. Ich sitze jetzt noch auf der Couch und schaue das Spiel zu Ende. Es dauert nicht mehr lange. Danach kommt auch schon Idris bald nach Hause. Und wenn dir dieses Video gefallen hat und dir meine Frisur auch so gut gefällt wie mir, dann würde ich mich natürlich von Herzen über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, you know what you gotta do. Fühlt euch ganz fest gedrückt von mir und ich schicke euch ganz viele Küsse. Hab euch lieb.